Jo Freunde und herzlich willkommen zu... Herzlich willkommen zu Deine Mutter. Wir schauen nochmal ganz kurz in Deine Mutter rein. Hello, Trashpack hier. Und zwar habe ich mir für den Clemens und den David überlegt, die beiden sollen sich in aller Öffentlichkeit die Beinhaare mit Kaltwachs abreißen. Allerdings gegen den Strich so, dass es eigentlich nur, dass es richtig schön wehtut. So ihr Lieben, wir haben heute eine ziemlich schmerzhafte Bestrafung vor uns. Wir wissen noch nicht, wer gewonnen hat. Sollen wir bei unserem Unparteiischen dazuhören? Was sagst du dazu? Fotze. Deine Mutter. Deine Mutter. Holen wir unseren Berater dazu? Ich würde schon sagen. Okay. Hier ist auch nicht. Wie? Alter. Guten Tag, Leute. Also, ich komme zu der Auswertung. Und zwar hat der Clemens. Der Clemens hat 1300. Und so, und der David. Mal waren 2000, ne? Ja. Oh, Scheiße. Der David. Ja. Der hat nur 1200. Schade. Ihr seid so gemein. Das freut mich mal wieder, ne? Weißt du, guck mal, wir haben ja hier schon mal. Warte, ich hol's mal kurz. Wir haben ja schon mal vorbereitet, weil wir nicht wussten. Nein. Und wir wollen jetzt keine Marken zeigen, aber. Lass mich weiter hinsetzen. Wir haben hier 20 Kaltwachsstreifen für Gesicht und Bikinizone. Aber wir wollen die Beine enthaaren! Das denkst du. Sie sind zwar nicht besonders groß pro Stück, aber dafür haben wir davon 20 Stück und wir wissen ja alle bekanntlich, das kommt nicht auf die Größe an, sondern auf die Technik. Aua! Ja, mein lieber David. Da wo ich herkomme, deklarieren wir kleiner jetzt ein bisschen anders. Also normalerweise macht man das ja schnell und wir machen es jetzt langsam. Aber nur einmal langsam. Wer weiß. Also wir machen das jetzt. Junge! Du kennst die Regeln, du kennst die Regeln. Warte, ja, okay, ich mach noch drei, okay? Sieht ein bisschen aus wie rosa Zuckerwatte da so, ne? Ich weiß nicht, ob ich das vorhin schon gesagt habe. Wir haben davon 20 Stück. Das ist übrigens die neue Taktik für Querdenker. Einfach mal die Streifen horizontal aufbringen. Kann sein, dass ich dir jetzt die Kniescheibe rausreiße oder so. Was wir nicht gesagt haben, wir haben da jetzt ein bisschen Sekundenkleber dran gemacht. Also auf drei, okay? Eins. Oh Gott, das ist so geil, das ist so geil. Das müsst ihr echt mal unbedingt zu Hause nachmachen. Bei eurer Katze oder so, das ist witzig. Wir haben uns jetzt hier ein bisschen Verstärkung von außen zugezogen. Und ich habe jetzt jemanden, der macht das jetzt für mich, weil, keine Ahnung. Wir dachten, wir lassen hier mal jeden ran, so wie David das halt macht. Jetzt ist es los! Jetzt ist es jederzeit wieder gerne. Ich würde sagen, wir haben unser Hobby gefunden. Das war's dann für diese Woche. Wir sehen uns dann am Samstag wieder, Leute. Bis dahin, macht's gut. Haut rein und denkt dran, immer schön live bleiben. Ciao!